Tom's Talk Time, Folge 858. Heute geht es um mehr als nur Business. Wir sprengen die Grenzen des Konventionellen. Mein Gast Oliver Wachter verbindet Spiritualität mit Unternehmertum und zeigt, warum klassische Ansätze allein nicht mehr unbedingt ausreichen. Bist du bereit, das zu hinterfragen, was du bisher für Realität gehalten hast? Dann bleib dran, wenn du den Mut hast, Neues zu entdecken. TomsTalkTime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaulitz. Hallo Podcast Nation, ich begrüße dich wieder hier aus dem sonnigen Dubai und freue mich auf unseren heutigen Interviewgast. Meine Leitung geht in den wunderschönen Westerwald. Bei mir im Interview ist der Oliver Wachter. Oliver, schön, dass du dabei bist. Hi Tom, servus. Hi Olli. Und ein tosender Applaus für dich direkt. Oliver, du bist vielseitiger Experte, der einen einzigartigen Weg vom Heiler und Therapeuten hin zum Business Coach und Unternehmensberater gegangen bist. Deine Arbeit beginnt beim Menschen selbst und du bringst Unternehmer durch klassische Homöopathie, Coaching und Energiearbeit in ihre beste Form, um sie dann bei ihrer geschäftlichen Entwicklung zu unterstützen. Und deine langjährige Erfahrung und ein tiefes Verständnis der menschlichen unternehmerischen Energiefelder machen dich zu einem außergewöhnlichen Berater, der nicht nur die Wirtschaftlichkeit oder das Unternehmerische sieht, sondern, und das ist das ganz Besondere bei dir, diese spirituelle Verbundenheit in den Vordergrund stellt und halt sehr viel eben mit Energien und Energiearbeit macht. War das so als grober Überblick über dich richtig? Ja, das hört sich sehr gut an. Okay, dann bin ich ja schon mal beruhigt. Oliver, bevor wir jetzt tiefer ins Business einsteigen, erzähle mal kurz ein paar Punkte über dich. Wer ist der Oliver privat und was machst du, wenn du halt eben mal nicht arbeitest? Ja, wer bin ich privat? Privat bin ich am ehesten schon immer spirituell interessiert. Also das heißt, ich lese da sehr viel, ich meditiere sehr viel und Natur ist mir sehr, sehr wichtig. Also früher hatte ich ja am Bodensee gewohnt, war da viel in den Bergen unterwegs, Hochtouren, Klettern, Bergsteigen, Schwimmen, was man halt so macht. Und jetzt hier im Westerwald habe ich jetzt nicht mehr so viel mit Bergen zu tun, dafür gehe ich ab und zu zum Golf spielen oder spiele Tennis oder ich versuche es zumindest. Okay, also immer noch viel draußen unterwegs auf jeden Fall. Also Natur ist mir sehr wichtig. Mhm. Ich finde auch, dass Menschen, die viel in der Natur sind, auch gesünder sind, nicht nur körperlich, sondern auch geistig und mehr Verbindung haben zu den Dingen, die man vielleicht als Gott bezeichnen kann oder ja. Ja, bin ich bei dir. Also das glaube ich auch. Okay. Wie bist du auf das Thema Spiritualität denn gekommen? Ist das irgendwann einfach mal da gewesen oder warst du schon immer von klein auf so in dieser Richtung unterwegs? Ja, ist sehr interessant. Also ich stamme tatsächlich nicht aus einer religiösen Familie. Ich bin auch eigentlich ganz froh drum, weil Religion ja oft einen manipulativen Charakter hat oder einen vielleicht auch Angst geprägt ist. Und also meine Eltern, meine Großeltern, die haben mir also tatsächlich da keine Dinge eingetrichtert, was ich zu glauben oder zu denken habe. Und umso verwunderlicher ist es ja eigentlich, dass ich dann trotz allem schon als Kind habe ich Energien wahrgenommen, ich habe Dinge gesehen, gespürt, die vielleicht jetzt nicht unbedingt der materiellen Realität entsprechen und bin teilweise mit dem Fahrrad alleine ins Fichtelgebirge gefahren, habe da gesucht, bis ich Mineralien gefunden habe, Kristalle, die für Klarheit sorgen, Turmalin, der schwarze Magie abwehren soll und solche Dinge, also eigentlich schon sehr speziell. Dann habe ich mich mit dem christlichen Glauben beschäftigt, habe dann gemerkt, dass da auch sehr viel Angstdenken dabei ist. Ja, man kommt in die Hölle, wenn man dies und jenes nicht macht. Da habe ich mich dann irgendwann davon losgesagt, habe dann als klassischer spiritueller Sieger gesucht und habe mich der Natur sehr stark hingezogen gefühlt. Als ich in den Bergen gelebt habe, habe da auch dann immer mehr und mehr mich der indischen Philosophie geöffnet.
Also ich würde jetzt sagen, der normale Mensch kennt ja Yoga und diese Hatha-Yoga-Übungen, die jetzt bei uns im Westen vielleicht schon ein bisschen in Richtung Gymnastik verkommen sind, bringen aber doch einen gewissen Bezug zu den Chakren und zu den Nadis, also den Energieknoten mit. Und ich habe halt dann als, da ich ja Therapeut dann als Beruf auch bin, also Physiotherapeut und Manualtherapeut, habe ich halt diese Energien auch wahrgenommen. Also für mich war die Spiritualität, wie sie ich bezeichnen würde und wie sie mir auch wichtig war oder ist, war eine wahrnehmbare Spiritualität. Und somit konnte ich halt dann sagen, okay, wenn ich das hier spüre und das für mich eine Realität ist, dann kann ich vielleicht auch andere Dinge glauben, die in diesem Zusammenhang berichtet werden, geschrieben werden. Und ja, genau. Okay. Das heißt, die Entwicklung selber, die kam eher so, ich weiß nicht mehr, würdest du dich so ein bisschen so als, ja, Wunderkind ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber als besonders begabt bezeichnen, was das angeht, von diesen, sagen wir mal, Antennen oder wie man das auch mal nennen möchte? Ja, also ohne jetzt, ich werde mal ein bisschen demütig bleiben. Also natürlich hatte ich bestimmt andere Anlagen als andere. Also ich, so wie jetzt eben jeder Fußball spielen kann und eben nicht jeder Ronaldo wird, so würde ich sagen, kann jeder Energiearbeit lernen. Aber ich meinte, dass ich schon immer schon gewisse Schalter umgelegt hatte, sodass ich schon Dinge wahrnehmen konnte, sehen und spüren konnte. Und als ich zum Beispiel jetzt Patienten behandelt habe und habe mir nichts dabei gedacht, weiß ich noch wie heute, da hat mich eine Yoga-Lehrerin, die ich also einfach nur normal behandelt habe, hat sie gemeint, wo kommt denn diese Energie her, die durch mich durchströmt, die wäre so extrem. Da habe ich gesagt, keine Ahnung, was du meinst. Also das heißt, das ist dann schon etwas, ja, was schon in mir drin liegt. Also ich habe auch oft versucht, dieses Spirituelle zu abzulehnen. Also ich wollte normal sein, ich wollte so wie andere Jungs lieber ja normal sein, Fußball spielen, mich um Autos anschauen und was halt Jungs so machen. Aber es ist einfach so, dass immer ein Bezug gibt, immer eine Art Kraft, die einen zieht. Und das habe ich auch von meinem schamanischen Lehrer später gehört. Der hat auch mal gemeint, er wollte eigentlich Taxifahrer sein, aber wenn halt deine Berufung Schamane ist, dann ist es halt so. Dann kommen immer mehr Dinge in dein Leben, die dich dahin bringen. Und so war das bei mir auch. Also das wird, glaube ich, noch eine wichtige Rolle spielen hier in diesem Interview, die Berufung, das Dharma. Ja, also Dharma ist so in meiner Sicht deine Berufung, deine Pflicht, deine Bestimmung. Also so wie eine Tulpe keine Rose sein kann, so kannst du halt auch nicht leugnen, welche Fähigkeiten du hast, die du mitbringst und auch leben sollst. Und wenn man eben dann doch normal sein will, weil man halt kein Sonderling sein will, versucht man vielleicht manches zu unterdrücken. Und das führt aber zu nichts, sondern, also ich kann mich noch erinnern, da war ich in Mexiko bei einer Lehrerin von Carlos Castaneda und habe gemeint, ich habe immer so Schweißausbrüche, wo kommen denn die her? Und hat sie gemeint, ich muss einfach heilerisch tätig sein, dann wird es aufhören. Und das stimmt schon. Also wenn ich jetzt jemand anfasse und ich spüre, wie die Energie durch mich durchfließt, dann schwitze ich am ganzen Körper, mir tropft der Schweiß runter. Das durftest du ja auch schon erfahren. Und ja, also das ist so, ja, so kommt man halt auf die Welt irgendwo, ne? Du hast ja gerade gesagt, jeder kann Energiearbeit lernen, aber nicht jeder wird der Ronaldo in Anführungsstrichen. Wie fühlt sich das denn an? Kannst du das irgendwie beschreiben jetzt für jemanden, der jetzt sagt, okay, ich bin kein Heiler, ich bin kein Energiearbeiter? Oder zumindest nicht, ist es mir jetzt nicht bewusst. Wie würde sich das denn anfühlen, wenn, ja, wie soll ich das beschreiben, wenn ich diese Gabe hätte, wie würde ich Energien spüren? Ist das sowas wie eine Wärme von einer Heizung, die man spürt? Also kann man das am ehesten damit vergleichen? Oder wie fühlt sich das an? Also verstehst du die Frage? Die war jetzt ein bisschen wirr, glaube ich. Ja, mir ist auch tatsächlich auch was anderes dazu eingefallen. Also ein gutes Beispiel. Wir haben zu mir mal Häuser angeschaut und da war gegenüber ein Friedhof und dann habe ich gedacht,
wow, was habe ich jetzt, was spüre ich in meinem Kopf? Ich habe ein Druckgefühl in meinem Kopf. Und das ist also auch eine Art von Ergebnis, wenn du, wie soll ich sagen, eine gewisse Berufung hast in der geistigen Zunft, sage ich mal, berufen zu sein. Also das heißt, ich ziehe halt auch Seelenanteile an, wenn ich jetzt über den Friedhof gehe oder wenn ich jetzt in alte Häuser gehe. Wir haben hier ein altes Haus gekauft, da habe ich auch plötzlich Kopfschmerzen bekommen und dann filtriere ich mein Energiesystem durch und nehme alle Energieanteile raus, die nicht zu mir gehören, alle Seelenanteile, die nicht zu mir gehören. Ich will es jetzt gar nicht wissenschaftlich erklären, was es ist, aber es ist auf jeden Fall faktisch so, wenn ich in Häuser reingehe, dass ich dann Energien aufnehme und ich spüre die dann, ich filtriere die raus und bringe sie zurück ins Licht und danach mache ich meinen Kronenchakra wieder zu, sodass halt nicht mehr so viel rein kann und ich schütze mich wieder. Und das kann, es ist bei meinem Sohn auch so, als er hier bei uns ins Haus reinging, hat er auch in manchen Räumen geschrien wie verrückt. Dazu muss man halt sagen, das Haus ist von 1716, also das heißt, wie viele Menschen waren da schon? Ganz Ja. viele und da ist auch schon viel passiert wahrscheinlich. Und ja, und da gibt es halt dann Anteile, Energieanteile, die da hängen bleiben. Und der eine spürt es, der andere spürt es nicht. Und diejenigen, die spüren, die wissen es dann schon, dass so ist. Und genauso ist es halt jetzt bei mir. Genauso, wenn ich jetzt jemand behandelt habe und der Patient fragt mich, wo kommt die Energie her? Da wusste ich das dann auch noch nicht, was die Patientin da meinte. Aber es ist schon so, dass es manchmal auch für mich sehr stark zu spüren ist. Also ich schwitze dann sehr stark und ich spüre, wie die Energie fließt. Also jeder kann vielleicht auch selber versuchen, die Hände, Handflächen aufeinander zuzubewegen und sich vorzustellen, dass seine Aufmerksamkeit in die Hände geht. Und das kann also tatsächlich jeder machen und dann spürt er irgendwann wie so eine Art Kugel, die sich verdichtet. Also so arbeitet ja auch das Qigong. Und ich glaube, dass das bestimmt so gut wie jeder hinkriegt, wenn er so Zeit lang übt, dass er dann diese Kugel, diese verdichtete Energiekugel mit der Zeit spüren kann. Aber es ist letztendlich schon auch so, dass du dich selber an dir erstmal arbeitest, also dass du selber gewisse Energieblockaden in dir bearbeitest, entfernst, dass du selber vielleicht meditierst, dass du selber, also Meditation heißt bei mir, ich setze mich hin und kann versuche immer länger und länger ohne Gedanken zu sein, leer zu sein. Also deine Gedanken definieren dich ja in deinem Ego letztendlich. Also das heißt, wenn die Gedanken aufhören und du nicht mehr der Oliver bist, der im Westerwald lebt, der dieses und jenes fühlt, spürt, will, möchte, dann bleibt halt am Schluss bloß noch die Seele übrig. Und das ist dieses Gefühl, was ich behaupte zu spüren, wenn ich längere Zeit meditiere und an mir arbeite. Und je mehr jemand an sich arbeitet, geistig, spirituell, also auflöst, desto mehr ist er halt ein Kanal fürs Göttliche und dann ist auch nicht mehr so viel Ego da. Also wenn ich jetzt für jemanden zum Beispiel ein Kanal sein möchte und ich bin aber sehr noch im Kopf, dann kann es das sein, dass ich Dinge ihm erzähle, die ich projiziere, die aus meinem Ego kommen. Wenn ich dagegen egofrei in dem Moment bin und ich versuche es zumindest, egofrei zu sein, dann kann ich ein Kanal sein für das Göttliche. Also der eine sagt das Göttliche, der andere sagt für das morphogene Feld, für Klar. ja, genau. Ja. Okay. Unterbrech mich durch. Nein, nein. Alles gut. Wir gehen halt auch, wenn du erzählst, tausend Gedanken somit durch den Kopf und entstehen bestimmte Bilder und auch wieder tausend Fragen, die wieder neu irgendwo hochkommen. Also ich finde das Thema halt schon sehr spannend. Also generell so dieses Thema Spiritualität, Energiearbeit, Heilung und so weiter. Bin aber dem Ganzen, also ich bin dem Ganzen offen gegenüber. Ich sehe mich jetzt selber nicht als Heiler. Ich weiß auch nicht, ob ich solche Fähigkeiten habe. Keine Ahnung. Aber ich bin auch jemand, da ich ja eigentlich eher so aus dem Bereich Naturwissenschaften komme, als ehemaliger Maschinenbauer und die ganzen Sachen, bin ich dem Ganzen natürlich auch ein bisschen kritisch gegenüber und überlege halt immer, okay, was von solchen Sachen ist Einbildung? Also ohne, dass das soll jetzt nicht abwertend klingen, ne, um Gottes Willen. Aber was davon ist Einbildung und was davon ist Realität? Weißt du, was ich meine? Ja, also jetzt könnte man mal so sagen, also erstmal aus der Praxis kommend, das ist ja das Relevante.
Mir hat mir ein Chirurg gesagt, wer heilt, der hat recht. Und das stimmt. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich habe einen Patient behandelt, der hatte nach Amputation, hat eben halt das halbe Bein gefehlt und der hatte also diese sogenannten Phantomschmerzen. Und man kann ja, wenn man jetzt sich mit Kilian-Fotografie so ein bisschen beschäftigt hat, kann man ja sagen, man fotografiert eine Pflanze, da sieht man also dann die Aura um die Pflanze herum. Mhm. Wenn ich jetzt hier einen Ast abschneide, dann bleibt immer noch die Aura dieses Astes auf dem Kilian-Foto bestehen. Ach, okay. Frag mich jetzt nicht, wie das funktioniert, das weiß ich nicht. Aber das ist jetzt auch nur ein Hilfsmittel. Also jemand, der die Aura sehen kann, also ich kann sie auch sehen, wenn ich das will, aber damit arbeite ich weniger, sondern ich spüre sie lieber, kann ich zumindest in dem Fall sagen, dass dieser Patient, obwohl das Bein fehlt, das Materielle, ja, Materie ist auch nur verdichtete Energie, aber dieses Bein ist offensichtlich nicht mehr da, aber der Energiekörper ist noch spürbar. Und da habe ich also bei ihm zum Beispiel das Fußchakra behandelt, also diese Energiewirbel, es gibt ja 7 Chakren, Hauptchakren und noch viel, viel mehr kleinere Chakren, aber in dem Fall habe ich jetzt das Chakra, diese Energiewirbel behandelt, eigentlich im luftleeren Raum, aber halt da, wo halt der Energiekörper noch ist und der hat danach halt keine Schmerzen mehr gehabt. Ob es jetzt Einbildung war oder nicht, spielt keine Rolle, aber letztendlich hat es funktioniert. Es gibt übrigens wissenschaftliche Studien dazu zur Geistheilung. Da gibt es ein Buch, das heißt Heilen aus dem Nichts. Mir fällt jetzt bloß der Autor gerade nicht ein. Und der hat in seinem Buch wirklich wissenschaftlich fundierte Studien und Blindstudien gemacht. Also also eine Gruppe Mäuse, die mit Krebs erkrankt waren und eine andere, die auch mit Krebs erkrankt war. Die eine hat er also behandelt mit Geistheilung und die andere nicht. Und das hat er dann auch über die Ferne gemacht. Und das hat er vor allem, das Interessante war, er hat es dann auch Schülern beigebracht. Und auch die haben es gemacht. Und das hat er dann also wissenschaftlich ausgewertet, sodass es wirklich eine wissenschaftliche Studie dazu gibt. Und das kann man auf seiner Webseite kann man das nachschauen. Und dieses Buch Heilen aus dem Nichts. Wenn man das bei Amazon eingibt, dann kommt das eigentlich ganz schnell. Und das ist also interessant, aber es ist. Im Endeffekt ich kenne Physiker, die, wenn ich mit denen spreche, dann verstehen die absolut, von was ich spreche. Also das hat was mit Quantenphysik zu tun. Auch Tesla hat gesagt, wenn du dich mit dem Universum beschäftigst, denke in Schwingung, ja, letztendlich. Und das ist genauso auch wie die Homöopathie. Also viele sagen, ab einer C30 habe ich überhaupt kein chemisches, nachweisbares Mittel mehr drin. Aber darum geht es auch gar nicht. Das ist die Frequenz. Das ist eher Physik und nicht Chemie. Also es geht immer nur um Schwingung, Frequenz, Energie, Information letztendlich. Das ist vielleicht die Erklärung, wie Homöopathie funktioniert, aber auch Geistheilung. Es geht um Information letztendlich. Und so wie du halt deine Handystrahlen nicht sehen kannst und trotzdem funktioniert das Handy. Und genauso gut kann man sagen, sind Handystrahlen auch schädlich wieder, weil sie eben deine Vitamin-D-Aufnahme hemmen und dein Immunsystem reduzieren und. Also man kann sagen, dass vieles erklärbar ist aus physikalischer Sicht mit Frequenz und Information, würde ich sagen. Mhm. Ja, okay. Habe ich denn... Also sorry. Mhm. Ja, ich hatte noch ein anderes Beispiel, das war ja diese Dame, die nach einem Aneurysma, also Hirnblutung, halbseiten spastisch gelähmt war. Und da habe ich halt auch einfach nur Energie fließen lassen, schon öfters. Das war jetzt nicht einmal, zweimal, das war schon über einen längeren Zeitraum. Aber interessant war, dass sie... Wenn du auch auf Hörbücher stehst, dann hol dir jetzt unser Hörbuch Selfmade Millionäre packen aus. Hierfür haben wir hunderte von Interviews analysiert, allesamt von Selfmade-Millionären. Dabei haben wir festgestellt, dass es immer wieder die gleichen 9 Eigenschaften sind, die sie gemeinsam haben und die Millionäre von Nicht-Millionären unterscheiden. Aber das Beste daran ist, im Hörbuch verraten wir dir nicht nur diese 9 Eigenschaften, sondern wir geben dir auch eine genaue Anleitung, wie du dir diese 9 Eigenschaften selber aneignen kannst.
Hole dir jetzt dein Hörbuch auf tomstalktime.com/Eigenschaften und erfahre, welche Eigenschaften dich auf deinem Weg zum Millionär unterstützen. Selfmade-Millionäre packen aus. tomstalktime.com/Eigenschaften. Während der Behandlung, also ich habe nicht gesagt, jetzt musst du das spüren, sondern ich habe einfach gemacht und sie hat dann selber gesagt, sie spürt während der Behandlung in den betroffenen Körperteilen, also sprich der eine Arm und der andere, das Bein auf der gleichen Seite, die spastisch gelähmt waren, dass sie da was spürt. Mhm. Und die nächste Stufe war, dass Schmerz kam und die nächste Stufe war, dass sie den Arm und das Bein bewegen konnte. Also am Anfang war sie spastisch, konnte den Arm nicht bewegen, also den Arm hochgeben. Hallo Herr Wachter, schauen Sie mal, ich kann den Arm heben. Und sie konnte dann auch laufen. Also es war wirklich schon, geht schon Richtung Wunderheilung, aber halt natürlich über längere Zeit ging das. Also es war bestimmt, ich weiß es nicht mehr, wir reden jetzt von Monaten. Ja, also schon regelmäßige Behandlung. Also es ist jetzt nicht so einmal angeschaut und sie stand auf, das war Jesus. Jesus bin ich nicht, aber wir reden ja auch von einer Art von Geistheilung, die nachvollziehbar ist. Ah. Genau. Ja. Wie ist das denn? Bleiben wir noch mal kurz über dem Thema kritisch sein. Also ich verstehe, was du meinst und ich habe mich selber auch schon mal mit dem Thema Quantenphysik mehr oder weniger intensiv beschäftigt und kann diese Dinge absolut nachvollziehen. Also auch, was du gerade gesagt hast, dass es da gar nicht am Beispiel der Homöopathie gar nicht um den chemischen Anteil in der Flüssigkeit oder in den was auch immer Medien geht, sondern dass es um diese Schwingungen geht. Wie gesagt, verstehe ich. Aber wenn ich jetzt als Laie, als Betroffener, der irgendein Problem hat, egal ob es beruflich, gesundheitlich oder sonst was, und ich möchte jetzt zu jemanden wie dir kommen, zu einem Energiearbeiter oder zu einem Heiler, das ist ja nun mal eine Branche und das ist leider nun mal Fakt, da gibt es auch sehr viele Scharlatane. Wir beide kennen uns ja persönlich auch schon viele, viele Jahre und du hast es gerade schon mal angedeutet, dass ihr schon mal erlebt habt, wie sehr du schwitzt, wenn du Energiearbeit machst. Ja, habe ich, weil ich war dann im Endeffekt das, keine Ahnung, wie sagt man, Medium-Patient oder wie auch immer, an dem du gearbeitet hast und fand das auch wirklich spannend. Aber wenn ich jetzt eben dich jetzt nicht persönlich kennen würde und ich würde aber trotzdem mal sowas ausprobieren wollen, dass jemand mit Energiearbeit an mir arbeitet. Wie finde ich jemanden, wo ich mich zu, ich sag mal, sehr hoher Wahrscheinlichkeit darauf verlassen kann, dass das wirklich ein echter ist, der das auch wirklich kann und nicht irgendein Scharlatan, der nur einen auf Voodoo und Hokuspokus macht? Also ich glaube, wichtig ist, dass jemand gewisse Demut hat, dass er also weiß, also man muss wissen, dass niemand jeden heilen kann. Also selbst mein spiritueller Meister sagt auch, dass er manchen Fällen nicht heilt, weil das Karma sonst durcheinander gebracht werden würde. Also das ist schon mal ein Punkt. Ich habe das Gleiche würde ich jetzt auch bei mir sehen, dass ich habe ja früher auch noch Energiearbeit gelernt, weil ich ja auf der Suche war, wo kommt denn diese Energie her, von der meine Patientin da gesprochen hat. Da habe ich ja jahrelang Energiearbeit gelernt, habe bei Schamanen gelernt, der Toltegen, Quechua-Indianer und so weiter und so fort. Und auch da bei der Energiearbeit-Ausbildung, wo ich einfach noch Techniken gelernt habe und Erklärungen gesucht habe, wurde immer gesagt, du musst schauen, dass du abfragst, ob du heilen darfst, ob du was machen darfst, ob es aus göttlicher Sicht erlaubt ist. Und wenn es jemand nicht an Gott glaubt, kann man zumindest sagen, ist es zum Wohle aller, wenn ich jetzt was mache oder nicht. Also es gibt ja auch jetzt in solchen Grenzbereichen, könnte auch jemand schwarze Magie machen und sagen, okay, ich kann auf jeden Fall alles und beziehe mich da auf irgendwelche Energien, die vielleicht jetzt kurzfristig jemandem helfen, irgendwas Egoistisches durchzusetzen, aber langfristig ist es vielleicht zum Schaden ein paar weniger oder vieler. Und das möchte man natürlich nicht. Also gerade jetzt jemand, der von Karma spricht, der weiß natürlich, dass er nicht irgendwas macht, was ihn Karma auflädt oder das Karma erhöht. Also das heißt, jemand, der Ahnung hat, würde nichts tun,
was egoistische Ziele befriedigt oder nicht zum Wohle aller wäre. Also Aber einfach aus karmischer Sicht, weil man sich selber viel, viel mehr schaden würde, als dass man den kurzfristigen Vorteil hat, wenn man jetzt angibt, man könne was und kann nichts. Natürlich kann es passieren, dass jemand sagt, er kann was und kann nichts und er kennt Karma nicht, dann kann natürlich sein, aber ja. da willst du jetzt wissen, wie man das Genau. rausfindet, Also oder? wie kann ich jetzt als, sagen wir mal, keine Ahnung, Patient, Klient, Kunde, wie auch immer, rausfinden, wenn ich jetzt einen Energieheiler oder Heiler suche, um mich behandeln zu lassen oder bearbeiten zu lassen, dass ich relativ sicher gehen kann, das ist kein Quacksalber. Oder habe ich überhaupt die Möglichkeit oder ist das eher, ja, fast gar nicht möglich? Naja, es gibt ja, also sagen wir so, eigentlich, man darf ja keine Heilversprechen geben, das ist ja schon mal das eine. Also ich habe ja ich muss ja einen Berufsabschluss nachweisen. Als Physiotherapeut, das war jetzt zu wenig, also habe ich den Heilpraktiker noch gemacht und da darfst du ja keine Heilversprechen abgeben. Also und genauso muss man ja auch wissen, nicht nur, dass man Heilversprechen nicht abgeben darf aus rechtlichen Gründen, sondern auch es kann auch sein, dass man tätig wird und es kommt nichts dabei raus. Das kann ja bei jeder Behandlung sein. Das kann aber Klar. auch in der Schulmedizin passieren. Ich kann da auch jemanden operieren und hat nichts gebracht. Ja, Also natürlich. das kann dir bei nachvollziehbaren Methoden passieren und auch bei nicht nachvollziehbaren Methoden. Also ich würde es jetzt mal so sagen, ich habe jetzt das Thema Placebo wird ja immer auch sehr gern ins Spiel gebracht. Also ich habe selber, gerade jetzt mit der Homöopathie, habe ich selber schon Mittel von meiner Lehrerin verschrieben bekommen, wo ich dachte, ja, die kann ich nachvollziehen. Diesen Charakterzug habe ich, diese körperlichen Symptome habe ich, das und das bin ich, absolut. Also muss es jetzt wirken. Also das heißt, ich habe alles reingegeben, wo man sagen könnte, das ist jetzt verstärkender Placebo-Effekt und es hat nichts gebracht. Und dann habe ich im nächsten Moment ein anderes Mittel bekommen. Ich habe gedacht, das bin ich ja gar nicht. Und trotzdem hat es gewirkt. Und gerade jetzt in der Homöopathie ist halt immer ein schönes Beispiel, wenn ich einer Kuh, also ich kenne im Allgäu Bauern, die geben ihren Kühen Globuli und diese Kühe reagieren drauf und werden gesund. Genauso, wenn ich jetzt einem Baby, einem Säugling Globuli gebe, kann ich jetzt auch davon ausgehen, dass das Kind das jetzt noch nicht überblickt, ob jetzt in dem Wasser Globuli aufgelöst sind oder nicht. Also Wahrscheinlich. spätestens da könnte man sagen, du siehst, dass jemand eben gewisse Heilerfolge hat. Oder wie mir mein Energielehrer gesagt hat, also wenn du über eine Brücke gehst, wo viele Menschen drüber gehen, dann kannst du da auch drüber gehen. Und wenn es eine gibt, wo niemand drüber geht, könnte es sein, dass da vielleicht auch ein Problem ist. Also es ist so, also wenn jetzt jemand den ein oder anderen Heilerfolg schon hatte, dann könnte man davon ausgehen, dass er vielleicht was kann. Ja, Ja, das okay, verstehe. ist ein bisschen unbefriedigend, aber Nee, aber ich gut. verstehe, was du meinst. Also im Endeffekt geht es eigentlich, kann man das, glaube ich, zusammenfassen, geht es auf Empfehlungen runter. So von wegen, dass man sich einfach mal schlau macht und mal guckt, okay, wo sind Leute, die schon selber Erfahrungen damit gemacht haben, die schon bestimmte Heilungserlebnisse hatten und dann fragen, okay, bei wem warst du? Und wenn man den Namen dann, keine Ahnung, mehrfach hört, dass der gleiche Name oder die gleichen Namen immer öfter auftauchen, kann man zumindest schon mal mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, okay, das ist die Brücke, wo mehrere Leute drüber gegangen sind, da kann ich vermutlich auch drüber gehen, ohne dass sie zusammenbricht, um bei der Metapher zu bleiben. Oder ich kann mich erinnern, als ich meine Lehrerin für Energiearbeit zum ersten Mal gesehen hatte, da hat sie mich behandelt. Ich habe gewisse Summe Geld bezahlt und dann dachte ich mir, so ein Schwachsinn. Also ich habe nichts gemerkt, aber 3, 4 Tage später habe ich gemerkt, dass sich was komplett verändert hat. Ne? Also das heißt, diese Möglichkeit, das ist ja das Abenteuer des Lebens, dass du Klar. nicht umsonst auf jemanden stößt. Und das ist ja, glaube ich, auch eine Frage, die du wahrscheinlich später noch stellen wirst, welche Fehler man im Leben macht. Also in meinen Augen gibt es keine Fehler. Das heißt, wenn du einem Menschen begegnest, dann ist es genau der richtige Mensch zu dieser Zeit.
Und selbst wenn es der falsche Mensch war, war es doch der richtige, weil er dir einfach als Lehre dient. Ja, Und ja. ja, also es gibt eigentlich immer nur interessante Begegnungen und in jeder Situation lernt man draus, ob es jetzt dich weiterbringt, weil letztendlich, selbst wenn ich krank bin und ich möchte mich behandeln lassen, ist es ja auch nur eine sehr engstirnige Sicht, was mein Ego gerade sagt, ich möchte gesund sein, weil ich so weitermachen wie bisher. Weitermachen möchte wie bisher, aber aus einer höheren Ebene kann es zum Beispiel sein, dass Krankheit der größte Segen ist. Also das heißt, wir können gar nicht beurteilen, was für uns richtig und gut ist, weil wir sehr begrenzt sind und alles versuchen mit dem Verstand zu verstehen. Aber eigentlich werden solche Dinge wie die mystischen Sachen wie Gott, wie Energiearbeit eigentlich übers Fühlen, übers Herz entschieden. Und begreifen kann man es vielleicht dann eh so gar nicht mit dem Ja. Verstand. Ja, also ja. Lass mal in Richtung Unternehmertum so ein bisschen rüberschwenken, weil wir sind ja hier in einem Unternehmer-Podcast und die meisten unserer Hörer sind ja auch Unternehmer und Selbstständige. Wie kann ich denn jetzt das Thema Energiearbeit für mich als Unternehmer nutzen? Weil du arbeitest ja praktisch auch als Unternehmensberater eben auf dieser Energieebene. Genau, Frage 1, wie kann ich das für mich nutzen? Und Frage 2 wäre, ist das für einige Unternehmer nicht zu esoterisch? Also kann man da nicht, läuft man da nicht die Gefahr, so ein bisschen abzudriften und in diese ESO-Schiene geschoben zu werden? Genau, also ich muss jetzt da vielleicht auch erstmal ausholen. Also wir haben uns ja kennengelernt, ich glaube 2012 haben wir ja beide diese Quantum Leap-Geschichte von T. Harv Eker gemacht. Also das heißt, dieses normale Coaching in Anführungszeichen ist schon sehr unterwandert von Dingen, die eigentlich fast nicht erklärbar sind. Also es ist auch selbst als ich bei Anthony Robbins war, der einer der erfolgreichsten oder zumindest teuersten Coaches der Welt ist, er lässt Menschen über glühende Kohlen laufen. Und also ich bin auch drüber gelaufen. Ich habe gesehen, dass es ganz viele gab, die sich die Füße verbrannt haben. Und ich hatte das Gefühl, dass ich in dem Moment, wo ich drüber gelaufen bin, wirklich wusste, ich kann das. Und dann hatte ich nichts an den Füßen. Also das heißt, das klassische Coaching ging ja schon immer irgendwo davon aus, dass du positiv denkst und dann damit deine Realität beeinflusst, dass du Dinge materialisierst, indem du es dir vorstellst, mit Gefühl verbindest und so weiter und so fort. Also selbst das NLP, was mittlerweile absolut akzeptiert wird, also ich habe ja eben nach diesem Quantum Leap, T. Harv Eker, habe ich ja bei Blair Singer noch gelernt und Anthony Robbins, habe dann noch eine deutsche Ausbildung gemacht beim Damian Richter hier, der einer der größten Coaches ist und um es dann noch so richtig seriös zu machen, habe ich ja dann noch die Business Coach Ausbildung IHK zertifiziert gemacht. Aber all diese Methoden, die da schon als normal, als nicht esoterisch gesehen werden, da werden Techniken genommen, die aus der Familienaufstellung kommen, ne? Die systemische Aufstellung. Das heißt, da wird der Arbeitgeber, die Arbeitnehmer als Figürchen hingestellt, sondern sagt man einfach, ja, wie fühlst du dich? Und da wird gar nicht nachgefragt, ob das möglich ist, sondern die Leute erzählen einfach und spüren und reden. Also wir sind da schon sehr, sehr viel weiter, so dass wenn man jetzt das als was Abgefahrenes, Geistheilung, Energiearbeit, Esoterik bezeichnet, dass es vielleicht eher sogar abstößt. Aber es ist mittlerweile Usus im Coaching und in der Unternehmensberatung, dass das schon lange eingesetzt wird. Aber ich behaupte halt mal, dass jetzt die 30 Jahre, die ich jetzt mit Menschen, mit Patienten, mit den Methoden, die ich halt kenne, mit denen ich arbeite, dass ich die schon ganz gut auch auf einen Unternehmer natürlich übertragen kann, weil ein Unternehmer ist natürlich auch ein Mensch. Das heißt, wenn der Unternehmer irgendwelche Blockaden hat, ne? Also wenn ich jetzt beispielsweise, um jetzt das Esoterische wieder reinzubringen, also wenn ich die Energie Wirbel eines Menschen spüre, also nicht nur die Aura, den Energiekörper, sondern auch die Energiewirbel. Ich habe ja unten am Steißbein eins, dann auf Nabelbereich, dann im Solarplexus, Brust, Hals, Stirn, Kronenchakra. Und wenn ich die einfach mal durchgehe und spüre, welches ist klein, welches ist groß, habe ich Fremdenergien, die da reinspielen, dann kann ich jemanden so schon mal behandeln, abschirmen gegenüber Fremdenergien. Um es vielleicht verständlicher zu machen, wenn ich
Ja, also wir Menschen sind beeinflusst von unserem Elternhaus, wir sind beeinflusst von der Gesellschaft, wir folgen vielleicht nicht immer unserem wirklichen innersten Ich. Und das habe ich ja vorhin schon gesagt, je mehr man sich selber aufarbeitet, je mehr Blockaden man löst, desto mehr kann man selber als ein Kanal des Göttlichen dienen und selber zum Wohle aller arbeiten. Und das heißt, je besser die Menschen gesund sind, die als Unternehmer tätig sind, also gesund im Sinne von Energiekörper, Charakter, Denken, Fühlen, je charakterstärker, je weniger negative Verhaltensmuster sie haben, desto besser funktionieren sie auch gegenüber ihren Mitarbeitern. Und es gibt mittlerweile jetzt sogar Gesetze, die fordern, dass also nicht nur die Hard Skills abgefragt werden in einem Unternehmen, sondern auch, dass nachgewiesen wird, dass Soft Skills, dass also das Unternehmertum, was für die Gesundheit der Mitarbeiter tut, wie sind sie glücklich, wie ist der Zusammenhalt, haben wir eine Vision, eine Mission und so weiter. Also all diese Dinge können ja nur funktionieren, wenn die Menschen in Ordnung sind, und dieses kann man dann auch zusammenfassen. Man kann sagen, okay, ich nehme jetzt das ganze Unternehmen mit all den Energien, mit all den Menschen, die da drin arbeiten, und kann das als Energiefeld aufstellen. Ich kann mich reinsetzen, ich kann spüren, was fehlt, was stimmt nicht, und daran kann ich arbeiten. Aber das ist jetzt gar nicht unbedingt so im Vordergrund, sondern ich bin nach wie vor, mache ich das klassische Coaching und auch Counseling. Also das heißt, wenn ich als Kanal möglichst egofrei bin, kann ich natürlich die ein oder andere Eingebung bekommen und vielleicht sagen, könnte es sein, dass das ein Thema ist, und somit die richtigen Fragen stellen, dass das Gegenüber selber sagt, ja, das ist mein Gedanke, den ich jetzt gefunden habe. Und man mischt eigentlich hier schon die richtigen Fragen stellen, sodass das Gegenüber die richtigen Antworten gibt. Das ist das klassische Coaching, und das Counseling, so wie ich das sehe, ist, dass ich als jemand, der aus einer ganz anderen Perspektive schaut, weil ich natürlich nicht in diesem Betrieb bin und nicht betriebsblind bin, kann ich natürlich aus einer ganz anderen Perspektive Dinge sehen. Und ich sage es nochmal, diesen Kanal, diesen Channel, ne, also bei der Energiearbeit, die ich da jahrelang gemacht habe, haben wir Aufnahmen gemacht, und jeder Mensch hat andere Stärken, und bei mir war es halt die Magenta-Farbe. Magenta ist so die höchste spirituelle Farbe, wo es darum geht, dass du als Kanal geeignet bist, als Channel. Das hast du dann auch auf dem Aura-Bild gesehen, dass wie so eine Art Energietrichter aufgeht. Also da habe ich halt auch, wenn ich jetzt früher Seminare gegeben habe, hatte ich das Gefühl, wo kommt das jetzt her, was ich sage? Und das waren dann einfach wie so eine Art Eingebungen. Und das kennt man auch von Inspiration-Speaker, also die einfach raufgehen und uns reden anfangen. Man wundert sich, der liest ja gar nicht ab. Und das würde ich sagen, das ist so meine Stärke. Und also das heißt, nicht nur den Verstand, der sehr limitiert ist, reinbringen ins Coaching und Counseling, sondern eben die Energiearbeit reinbringen, wo es ums Fühlen, ums Wahrnehmen geht, sodass du Informationen bekommst, die ja andere so nicht haben kann, weil die meisten Menschen halt sehr mit dem Kopf und sehr mit dem Denken rangehen. Und genau, das hört sich, glaube ich, ein bisschen wirr an, aber ich habe da auch sehr viele Gedanken, und ich versuche es halt auf etwas runterzubrechen, was man nachvollziehen kann. Aber wenn du halt 30 Jahre Realität hast, die für dich normal ist, dann ist es schwierig zu verstehen, was du sagen sollst, damit jemand das versteht, für den das heute zum ersten Mal absurd sich anhört. Aber ja, nein, das ist richtig, aber ich bin bei dir. Es ist ein sehr komplexes Thema. Ich weiß noch, wo ich das allererste Mal mit diesem Thema bewusst konfrontiert wurde. Boah, das war irgendwie 2006, 2007, 2008, so irgendwo so in dem Dreh rum. Ich sag mal so zwischen 2005 und 2010, also schon eine Weile her. Und da hat mich tatsächlich ein anderer Bekannter, hatte gesagt, ja, die gehen dann irgendwie an dem Wochenende, da gehen die auf ein Engelseminar, ob ich da mitkommen wollen würde. Und ohne Scheiß, da habe ich im ersten Moment gedacht, Alter, was hast du denn geraucht? Auf was für ein Seminar willst du gehen? Ich habe das halt dann, also das war für mich halt so völlig neu. Jetzt mittlerweile, wie gesagt, sind jetzt doch schon ein paar Jährchen her, und ich habe mich auch viel mit spirituellen Sachen beschäftigt.
sehe ich das natürlich mit ganz anderen Augen. Aber ich glaube, wenn jemand das erste Mal hört, denkt er sich auch, hey Leute, ich weiß nicht, was ihr raucht, aber gebt mir mal auch was davon, das scheint gut zu sein. Also das ist halt schwer zu greifen für jemanden, der sich damit noch nie beschäftigt hat. Absolut, absolut. Ja. Also was mir noch einfällt, ich habe ja schon auch viele Seminare gehalten und da habe ich eine Übung, die nenne ich Run of Power. Also das heißt, da hast du deinen Klient, dem werden die Augen verbunden und dann hat er hat eben mal sein Thema rausgearbeitet, was er jetzt als nächsten Durchbruch schaffen möchte. Und dann wird er von mir, ich rede ihm zu, was er jetzt machen soll, was ich vorstellen soll und dass er jetzt einfach losrennt und gegenüber, bei 50 Meter entfernt, stehen Menschen, die schreien hierhin, hierhin und er rennt dann drauf los. Und was halt passiert, also wenn du wirklich loslässt und die Kontrolle abgibst und einfach sagst, ich vertraue dem Universum, dann ist es genau das, wo das Universum beweist, okay, wenn du loslässt, dein Ego loslässt, dann ziehe ich dich rüber und du spürst es auch. Ab der Hälfte der Strecke merkst du richtig, wie du angesogen wirst. Und das hat bisher jeder gespürt. Die Leute sitzen da, die weinen, diese Erlebnisse, das ist viel besser, als einfach nur zu versuchen, über irgendwas zu reden. Also du kannst solche Sachen spüren. Und das ist halt das, was auch die Spiritualität ausmacht. Wenn du dein Ego loslässt, dann können viel größere Sachen noch passieren. Und das war ja auch für mich dieses Thema mit meinem spirituellen Meister, den ich also vor Ewigkeiten zum ersten Mal gesehen habe und gesagt habe, ich bin ein Freigeist, ich brauche keinen Meister. Und habe dann, es war ja 2006, 2007 habe ich den zum ersten Mal gesehen, Paramahamsa Vishwananda, er ist, also man sagt, einer von 5 gottrealisierten Meistern. Und ich habe dann gesagt, alles gut, danke, war interessant und dann bin ich auf dem Bodensee hier hochgezogen im Westerwald und das war 2014 bin ich hier hochgezogen und noch mal viel später habe ich dann zufällig, Anführungszeichen, jemanden kennengelernt, der meinte, ja, da ist doch dieser Guru, der Paramahamsa Vishwananda, sagt, den kenne ich doch und dann ist er gerade mal 60 Kilometer von mir entfernt und dann bin ich da hingefahren, auch weil ich eben meinte, okay, kann er mir helfen, kann er meinem Sohn helfen, ne, der hat ja auch so gewisse Herausforderungen und siehe da, ich habe dann gemerkt, okay, ich bin jetzt bereit, also ich bin bereit zu erkennen, dass ich nicht der Größte bin und dass es jemand gibt, der noch mehr kann und ich habe mich dem geöffnet und das ist halt der Weg im Coaching, also dass du einfach mal bereit bist zu sagen, okay, ich nehme Hilfe an. Also ich bin coachable, ich bin bereit zu erkennen, dass es jemand gibt, der kann was ich nicht kann. Ja. Genauso gut ist es auch hier als sogenannter Devotee, Disciple, Schüler, dass du sagst, okay, da ist jemand, der ist Gott realisiert, der kann was ich nicht kann. Und genauso ist es aber auch die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Ja, also wenn ich merke, dass wenn du denkst, dass du der Geilste bist, dann kann es sein, dass irgendwann mal der große Zusammenbruch kommt. Ja, ja. Um dir zu zeigen, dass du es halt nicht bist, besser ist es, du erkennst es vielleicht vorher schon, dass es irgendeine Kraft gibt, die alles am Leben erhält. Ja. Ja, also solche großen Geister wie Tesla und Einstein, die haben trotz ihres Genies immer am Schluss gesagt, und da ist was dahinter, was göttlich ist. Und das macht dann einen erfolgreichen Menschen, der wirklich hochintelligent ist, trotzdem demütig und das ist so dieses, Also es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, also ich finde das schon wirklich sehr geil und man merkt das auch oder vielleicht merkt es auch der ein oder Hörer, dass wir gar nicht so richtig durch unsere Interviewfragen gegangen sind, sondern wirklich so ein bisschen komplett abgedriftet sind, aber ich fand das überhaupt nicht schlimm, sondern ganz im Gegenteil, ich fand das eigentlich sehr bereichernd. Oliver, es hat auf jeden Fall echt einen Riesenspaß gemacht, dir zuzuhören. Story finde ich wirklich sehr interessant, das Thema finde ich unheimlich inspirierend. Gib unserer Podcast Nation doch noch so einen letzten Tipp mit auf den Weg und sag uns noch kurz, wie wir mehr über dich und deine Arbeit erfahren können. Einen letzten Tipp? Genau, irgendwas Allgemeines, was dir einfällt, so 1, 2, 3 Sätze, wirklich kurz, knackig. Also einen sehr wichtigen Satz, den ich mir auch immer wieder in mein Gedächtnis zurückbringe, ist, glaube nicht alles, was du denkst. Das finde ich ganz wichtig. Also oft mal haben wir
Gedanken oder Gefühle in uns. Wir wissen gar nicht, wo die herkommen. Die können aus früheren Leben kommen, dass wir einfach Energien wahrnehmen von jemand anderen und plötzlich meinen wir, das ist in uns und wir sollten diese Gedanken, Gefühle, die negativ sind, nicht unterhalten, ihnen keine Energie geben. Ja, das ist so wie in dem Film Merlin, ja, ja. Wo die Hexe ruft Merlin und er dreht sich einfach um und sie schreit dann, weil er ihr in dem Moment die Energie entzieht, als er eben weggeht. Und das ist, glaube ich, eines der wichtigen Dinge, dass wir manchmal, wenn wir komische Gedanken haben, komische Gefühle haben, dass wir die nicht unterhalten, sondern einfach so tun, als wäre nichts und dann werden die auch kleiner wieder. Ja. Also so wie beim Meditieren, wenn du sagst, ich darf nicht denken, ich darf nicht denken, dann wird es ja immer schwieriger. Also nicht durch akzeptieren, dass Gedanken kommen und auch wieder loslassen. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt, Akzeptanz. Also das heißt, Dinge passieren im Leben, um uns irgendwo hinzubringen. Und wenn ich diese Schicksalsschläge akzeptiere und erkenne, dass keine Fehler gibt im Universum, sondern dass Gott alles so inszeniert hat, damit wir wieder zu ihm kommen, das ist so mein Gefühl oder das, was man auch im Hinduismus lesen kann, dann akzeptiert man Schicksalsschläge und kann das Schöne, das Gute, den Vorteil dahinter sehen. Ja. Dann hast du mir am Anfang noch verraten, du hast noch ein Goodie mitgebracht und zwar für alle die sich dafür interessieren, mit denen würdest du dich mal gern einfach eine halbe Stunde unterhalten, richtig? Absolut. Also ich finde, bevor man jetzt sich mit so einem Verrückten wie mich einlässt, sollte man noch die Chance haben, kostenlos den Verrückten kennenzulernen. 30 Minuten reden, weil sonst wird es ja ausufern, aber das können wir gerne machen, kostenlos, kann man mich per E-Mail erreichen, also die Webseite, E-Mail hast du ja, glaube ich, unten verlinkt. Genau. Kann man mich anschreiben, schreibt man hin, okay, ich habe dich bei Tom kennengelernt und wie wäre es mit einem Kennenlerngespräch und dann machen wir einen Termin aus und sprechen eine halbe Stunde, was wir vielleicht miteinander erarbeiten könnten. Perfekt, wunderbar, danke dafür. Und Podcast Nation, du weißt ganz genau, dass du alle wichtigen Infos und Links zu unserem heutigen Interview auf tomstalktime.com finden kannst. Gib einfach die Episodennummer 858 oder auch den Namen Oliver Wachter in das Suchfeld ein. Du kommst so auf die passende Seite hier zu unserem Interview. Wenn dich das Thema generell interessiert hat, du sagst, Mensch, was der Tom und der Oliver da gesprochen haben, das war zwar irgendwie ein bisschen wirr, aber irgendwie ein bisschen cool und ich habe mich trotzdem angezogen gefühlt und ja, vielleicht ist das ja wirklich was. Dann schau dir auf jeden Fall mal Olivers Website an auf oliverwachter.de. Wie gesagt, das ist alles auch hier verlinkt und hol dir auf jeden Fall das kostenlose Strategiegespräch mit Oliver, dass du einfach mal dich mit ihm direkt unterhältst, deinen Fall einfach mal schilderst und ihr dann einfach gemeinsam mal schauen könnt, ist das was, wo Oliver dir weiterhelfen kann oder nicht. Oliver, bei dir nochmal vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast und uns dein Wissen, deine Erfahrung geteilt hast. Die Podcast Nation grüßt dich und ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt. Ich danke dir, Tom. Super, danke, dass du hier warst. Ciao. Macht's gut, ciao. Möchtest du als Unternehmer deine Reichweite maximieren? Dann werde jetzt Gast in unserem Podcast, dem größten deutschsprachigen Unternehmer-Podcast weltweit. Betrete die gleiche Bühne, auf der schon viele Prominente als Interviewgäste zu hören waren. Durch deine Teilnahme als Interviewgast positionierst du dich als der Experte und profitierst von der Aufmerksamkeit unseres hochwertigen Publikums. Besuche jetzt unsere Website unter tomstalktime.com und bewirb dich als Interviewgast. Wir freuen uns darauf, deine einzigartige Perspektive mit unserem Publikum zu teilen und gemeinsam deine Marke zu stärken. Besuche jetzt tomstalktime.com und klicke auf Jetzt Interviewgast werden.